neuen Video von Golden Body Personal Training. Das heutige Video wird wahrscheinlich ein wenig anders, als ihr es euch gewohnt seid. Ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, die sich um die Magersucht dreht. Als erstes möchte ich sagen, dass ich niemanden dazu verleiten möchte, in eine Essstörung zu geraten. Ich werde hier keine Tipps abgeben, ich möchte nur meine Geschichte erzählen, ich möchte euch aufzeigen, wie ich daraus herausgekommen bin und wie ich heute wieder gesund und ausgewogen und glücklich leben kann. Angefangen hat alles mit 13 Jahren. Meine Mutter ist verstorben, als ich 13 Jahre alt war. Ich hatte sehr Mühe mit dem Verlust von ihr, wusste nicht, wie trauern, bin auch lange der Meinung gewesen, dass ich stark sein müsste. Ich war alleine mit meinem Vater. Wir haben uns da so ein wenig durchgeprügelt und einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen, was nicht ganz einfach war, weil mein Vater 100% gearbeitet hat. Ich bin gerade in die Sekundarschule gekommen, das ist in den Herbstferien passiert. Und ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich müsse stark sein. Es ist nicht angebracht zu trauern, schon fast. Ich wurde deswegen auch noch gehänselt in der Schule, weil ich anscheinend nicht traurig war, dass ich meine Mutter verloren habe, dass ich... ja, da sind einige Sätze gefallen, die ich jetzt eigentlich nicht wiedergeben möchte. Es ist dann so weit gekommen, dass ich erstmal, ich glaube eigentlich ist das so entstanden, dass ich erstmal das Fleisch weggelassen habe. Wir haben früher sehr viel Fleisch gegessen, was mir ein wenig widerfahren ist. Ich bin dann in ein Ferienlager gegangen, aus dem Grund, weil mein Vater natürlich nicht so viel Ferien nehmen konnte und ich untergebracht werden musste. Ich habe dort einige ältere Mädchen kennengelernt, die teils vegetarisch lebten, und nahm mir diese als Vorbild und habe deshalb auch langsam aufgehört mit dem Fleischessen. Und je mehr ich mich mit dem Essen beschäftigt habe, desto schlimmer ist es geworden. Das war ein ziemlich schleichender Prozess. Ich habe angefangen, Mahlzeiten auszulassen. Ich bin immer über den Mittag zu anderen Leuten essen gegangen, zu Nachbarn, zu Bekannten, weil mein Vater über Mittag nicht hier war. Und durch das hatte ich natürlich jedes Mal die Möglichkeit, das Essen zu reduzieren. Ich hatte gesagt, wir essen am Abend viel, oder ich habe gestern schon so viel gegessen, ich kann heute nicht so viel essen. Und durch das, dass es immer andere Menschen waren, konnten sie das eigentlich nicht kontrollieren. Ich habe sehr viel gelogen in dieser Zeit, ich habe sehr viel geweint, ich wurde zum Schluss hin auch schwerst depressiv. Konnte kaum noch aus dem Bett, ich hatte auch extreme Kraftverluste. Ich war lange im Leichtathletikverein, musste aufhören dort, weil ich einfach die Kraft nicht mehr hatte. Ich habe auch angefangen, doppelt zu hören. Also ich hatte wirklich so ein niedriges Gewicht, dass ich Echos hörte. Es war ganz mühsam, um mit Menschen zu sprechen. So. Ich hatte so wenig Körperfett, dass ich kaum mehr auf normalen Stühlen sitzen konnte, weil mir die Sitzbeinhöcker so herausgestanden haben. Und ich bin auch nicht mehr unter Leute gegangen, weil ich immer Angst hatte, dass es etwas zu essen geben könnte. Also ich war nicht mehr auf Einladungen. Ich bin sogar, ich habe in einem Dorf gewohnt, wo wir mit dem Bus oder mit dem Velo zur Schule sind. Ich bin im Winter den ganzen Weg gelaufen. Das sind bestimmt 30 Minuten gewesen, wenn alle anderen mit dem Bus gegangen sind. Ich konnte nicht auf den Bus. Ich sage wirklich, ich konnte nicht, weil ich diesen inneren Teufel hatte, der mir gesagt hat, du darfst das nicht. Das ist circa 2 Jahre so gegangen. Natürlich hat man mir das angesehen, ich wurde aber wirklich nie darauf angesprochen. Es gab viele Leute, die das bemerkt haben, aber angesprochen hat mich nie jemand.
Irgendwann ist es so weit gekommen, dass mein Vater mich in eine Therapie schickte. Das war in Zürich, das war irgendeine jugendpsychiatrische ambulante Therapie, so Gespräche. Auch da habe ich sehr viel gelogen. Niemand wusste eigentlich Bescheid über meine momentane Situation. Was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe nicht erbrochen, nie. Ich habe nur Essen fortgeworfen oder das WC hinuntergespült oder nicht gegessen. Also ich habe wirklich nicht viel gegessen und es herausgegeben, sondern wirklich eigentlich fast nur noch von Gemüse gelebt. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Jugendpsychiatrie. Wir waren dann zusammen dort, ich mit meinem Vater. Ich behaupte, die Frau, diese Psychiaterin, hat sich wahrscheinlich auch nicht groß damit befassen wollen. Jedenfalls, dort sind wir relativ schnell wieder weg gewesen. Das hat auch nichts gebracht. Ich wurde dann aber weitergeleitet, so wie ich mich erinnern kann, nach Mexiko, auch in so eine Gesprächstherapie. Diese Dame wollte dann einen Gesundheitscheck von mir, den ich dann auch gemacht habe. Ich bin zu meinem Hausarzt gegangen und ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich bin dann aus der Schule gegangen und zu meinem Hausarzt, der hat auf einem Hügel seine Praxis gehabt und ich konnte mich wirklich kaum mehr dort hochschleppen. Also ich bin fast auf allen Vieren dort hoch. Ich hatte keine Luft mehr, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte einfach nichts mehr, was mich fast am Leben erhalten hätte können. Machte dort die ganzen Checks, ging nach Hause zum Mittagessen und bekam dann gleich das Telefon von meinem Vater, dass wir notfallmäßig in den Spital müssen. Mein Puls war noch auf 40 Schlägen pro Minute, was in meinem Fall sehr, sehr tief war, was schon bald überlebensgefährlich hätte werden können. Ich musste all meine Sachen packen und ging dann in ein Spital, wo ich stationär behandelt wurde. Ich hatte dort eigentlich nicht wirklich eine Behandlung. Ich wurde nie ernährt durch also parenteral oder ähnliches. Ich habe angefangen zu essen. Den ersten Abend kann ich mich noch sehr gut erinnern. Sie hatten kein richtiges Zimmer. Ich bin wie in eine Abstellkammer gekommen mit einem Bett und habe dort so ein Café Complet bekommen und hatte extrem Angst, dass dieses Zimmer mit Kameras ausgerüstet wurde, dass ich beobachtet werde beim Essen, dass die möglicherweise das Lavabo sogar kontrollieren, was ich dort hinab leeren würde, und habe dann gegessen. Nach etwa 2-3 Tagen ist mein damaliger Turnlehrer, welcher jetzt auch mein Götti, mein Konfirmationsgötti wurde, ist mich dann besuchen gekommen und ist viele, viele Stunden bei mir geblieben. Das war ein junger Typ, also jung. Für mich war es jung damals. Und er hat mir sehr geholfen. Er hat sehr gute Gespräche mit mir geführt, hat mir aufgezeigt, warum das es sich lohnt zu leben und sich nicht eigentlich so kaputt zu machen. Und dann ging es wirklich eigentlich, es hat einfach Klick gemacht. Ich saß da im Spitalbett und dachte, Scheiße, was mache ich hier? Ich habe mich wirklich fast zu Tode gehungert. Ich war am Schluss auf 37 Kilo bei einer Größe von etwa 1,66 cm. Das war schon ganz schön wenig Gewicht. Ich hatte Hautprobleme zudem, ich hatte Haarausfall. Mein Körper hat überall einen Flaum gebildet, das ist auch ein Schutzmechanismus. Also ich hatte überall Haare, das waren nicht dicke Haare, aber so wie ein Flaum. Was gab es noch alles? Ja, ich hatte sehr trockene Haut, überall auch so Ausschläge. Ich hatte viele blaue Flecken, weil ich ja immer, wenn ich irgendwo angeschlagen habe, ja, natürlich keine Muskulatur und kein Fett. Ich habe dann im Spital wieder angefangen zu essen.
Ich hatte auch eine Ernährungsberaterin dort, muss aber ehrlich sagen, dass sie mir nicht geholfen hat. Ich war danach, nach dem Spital, ich war einige Wochen dort, konnte dann an Weihnachten nach Hause und hatte dann eine ambulante Therapie, die mir persönlich, behaupte ich, nicht weitergeholfen hat. Das Problem war wirklich, dass mir niemand beigebracht hat, wie man normal isst, was normale Portionen sind, was ich brauche, um zu essen. Ich hatte wirklich keinen Leitfaden, das war mein Problem. Ich habe dann angefangen, so fast ein wenig Binge-Eating-mäßig zu essen, also ganz viel zu essen. Ich konnte ein normales Mittagessen, sogar die doppelte Portion, verdrücken, ging dann nach Hause und konnte eine ganze Cornflakes-Packung essen. Es war mir dann auf einmal auch sehr wichtig, wieder eine normale Figur zu bekommen, also das heißt wieder Gewicht zu haben, wieder fit zu sein, Leistungen erbringen zu können. Das war gar nicht so einfach. Ich habe wirklich teilweise so viel gegessen, dass ich geweint habe. Ich habe teilweise so viel gegessen, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte derartige Bauchkrämpfe, dass es mir nicht möglich war zu sitzen, weil ich so unglaublich viel gegessen habe. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie ist ein normaler Mensch? Ich hatte schon so lange nicht mehr normal gegessen, dass ich nicht wusste, wie das geht. Es brauchte viele Jahre, bis ich das gelernt habe. Ich bin dann in die Lehre gekommen. Auch da, mein Essverhalten war nie normal. Ich habe oft den Tag durch sehr, sehr wenig gegessen. Und am Abend habe ich das alles eingeholt und habe dann sehr viel gegessen. Ich habe lauter Vorräte geplündert. Mein Vater hat sogar seine Kekse versteckt vor mir, was meistens auch nichts genützt hat. Ich war echt besessen von Essen, vom Nicht-Essen und vom sehr viel Essen. Das hat mir sehr viel Energie geraubt. Es war wie ein Teufelskreis. Ich habe immer ans Essen gedacht. Habe dann eben die Lehre absolviert, es war eigentlich kein Problem. Bin dann weitergegangen, habe dort gearbeitet, im Spital. Und ich schwankte immer. Immer wenn etwas mich bedrückt hat, wenn ich etwas hatte, was mich traurig machte, wenn ich gestresst war, wenn sonst ein Problem da war, habe ich das mit Essen kompensiert, je nachdem mit Nicht-Essen oder sehr viel Essen. Ich würde behaupten, ich bin sehr früh ausgezogen. Ich bin dann mit 17 Jahren ausgezogen, weil ich Mühe hatte mit dem ganzen Essen. Und meine damalige Therapeutin hat mir geraten, auszuziehen, weil das wohl hilfreich wäre. Ob das nun wirklich ein Auslöser war, oder eine Hilfe, keine Ahnung, kann ich im Nachhinein nicht wirklich beurteilen. Ich bin dann ausgezogen, es war auch dort nicht besser. Ich habe, ich behalte bis wahrscheinlich 20, 21 Jahre sehr ungesund gegessen, ich habe sehr unausgewogen gegessen, viel Süßes, dafür sonst nicht viel. Dann gab es wieder Tage, da habe ich mich 3 Tage nur von Äpfeln ernährt. Wenn ich einen wichtigen Anlass hatte, habe ich einen Tag lang nichts gegessen, um dann einen flachen Bauch zu haben. Was ich an dieser Stelle noch kurz sagen möchte, ich werde euch Fotos einblenden und darauf werdet ihr sehen, ich hatte einen sehr guten Körper, bevor das alles gestartet hatte. Ich hatte nie ein Problem mit meinem Körpergewicht. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so gut leben kann, weil ich eigentlich sehr zufrieden bin mit meinem Körperbau. Das war rein psychisch aufgrund von Verarbeitungsprozessen. Heute geht es mir sehr gut. Ich habe keine Mühe mehr zu essen. Ich habe keine Mühe, ungesunde Sachen zu essen. Ich genieße das Essen. Ich mache mir keine Gedanken oder Sorgen um Kalorien. Ich
bin wirklich weggekommen von dem. Ich möchte jetzt auch nicht mehr zu viel Zeit verlieren bezüglich dem. Wenn das jemanden interessieren sollte, dann mache ich gerne noch ein weiteres Video darüber, wie ich wirklich aus der Sache herausgekommen bin. Und wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ich konnte möglicherweise ein paar von euch helfen. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss!